Liebe Schwestern und Brüder, heute der Impuls zum Ostermontag. Da ich im Urlaub bin, ist der Impuls nicht live, sondern aufgezeichnet und wird jetzt gestartet. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gestern der Impuls zum Ostersonntag war etwas gestört durch ähm, technische Probleme. Ich hoffe, es hat Sie nicht allzu sehr gestört. Heute müsste es ganz gut klappen, wollen wir den Impuls beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wahrer Gott, wir glauben dir, Du bist mit Gottheit und Menschheit hier, Du, der den Satan und Tod überwandt, der im Triumph aus dem Grabe erstand. Preist dir, du Sieger, auf Golgatha, Sieger wie keiner, Halleluja. Jesus, dir jauchzt alles zu, Herr über Leben und Tod bist du. In deinem Blute gereinigt von Schuld freuen wir uns wieder der göttlichen Huld. Gib, daß wir stets deine Wege gehn, glorreich wie du aus dem Grabe erstehn. Auferstehn. So die letzte. Meditation der Badler Franziskaner für diese Fasten- und Osterzeit. Im Advent geht es dann mit den Franziskanern, mit den Meditationen weiter. Im 4. Jahrhundert lebte in Ägypten der heilige Pachomius. Als christlicher Mönch gründete er, Mönch gründete er mehrere Klöster. Pachomius wurde einmal gefragt, was die Mönche im Kloster tun. Sein Antwort lautete: Wir fallen und stehen auf. Wir fallen und stehen auf. Und abermals fallen wir und stehen wieder auf. Und wir finden die Stärke aufzustehen, indem wir Gott unsere Schwäche bekennen. Diese Antwort trifft auf jeden Christen zu. Das Leben des Menschen ist ein ständiges Auf und Ab. Wir haben Erfolg und Misserfolg, wir erleben frohe und leidvolle Zeiten, wir sind manchmal glücklich, manchmal unglücklich, uns Christen fällt es jedoch relativ leicht, nach dem Hinfallen wieder aufzustehen, denn wir wissen Gott an unserer Seite. Wir wissen, dass Gott uns immer wieder auf die Beine hilft, er gibt uns Kraft und hilft uns aufzustehen, wenn wir am Boden zerstört sind. Genau das ist auch gemeint, wenn der heilige Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir Christen glauben daran, dass wir einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und dieser Satz gilt vor allem am Ende. Wenn wir am Ende ins Grab gelegt werden, dann wissen wir, auch in diesem Fall folgt das Aufstehen. Dem Grab folgt die österliche Auferstehung. Denn Gott möchte nicht unseren Untergang, sondern Gott möchte, dass wir aufrecht stehen und zwar für immer. Freuen wir uns, dass wir die schönen Osterlieder wieder singen dürfen und singen das nächste Lied. Preis den Todesüberwinder, der da starb auf Golgotha, dem Erlöser aller Sünder, preis ihm und Alleluja. Lass des bundes Harfe klingen laß von herzen froh und singen alleluja jesus lebt Jesus lebt Jesus lebt alleluja Jesus lebt und zum Himmel zu erheben ging er zu dem Vater hin, lasst uns ihm zur Ehre leben, dann ist sterben uns gewinn, Dort zu seines Vaters Rechten zieht er zu sich die Gerechten. Alleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Alleluja, Jesus lebt. Auch heute wollen wir nicht vergessen, um den Frieden in der Welt zu beten. Möge es für dir wohlgefällig sein, ewiger und Gott, unser Gott und Gott unserer Vorfahren, dass du die Welt von Krieg und Blutvergießen befreist und stattdessen einen großen und wunderbaren Frieden in der Welt verbreitest, dass keine Nation mehr das Schwert gegen eine andere Nation erhebt und keine Nation mehr den Krieg lernt. Mögen alle Bewohner der Erde nur die volle Wahrheit anerkennen und um sie wissen, dass wir in diese Welt nicht um des Haders und der Zwietracht willen gekommen sind, wovor Gott bewahre, und nicht um des Hasses, der Eifersucht, der Aufreizung und des Blutvergießens willen, was Gott verbiete. Vielmehr sind wir in diese Welt gekommen, um dich anzuerkennen und dich zu kennen. Mögest du gepriesen sein für immer wollen wir auch alle unsere Gedanken, Bitten, alle unsere Wünsche, Lob und Dank in das Gebet legen, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. So segne, beschütze und bewahre euch der allmächtige und auf uns achtsame Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Singen wir auch heute wieder die schöne marianische Antiphon der Osterzeit, Regina Zölli. Regina Zöli, letare Alleluia. Quiaque mero ist die portare, Alleluia. Resurrexit, excoctet, Alleluja. Ora pro nobis, Alleluja. O Himmels Königin, frohlocke, Alleluja. Denn er, den du zu tragen würdig warst, Alleluja ist erstanden wie er sagte Halleluja. bitt gott für uns maria alleluja auf das wir immer spüren auch in jeder heiligen messe wie die zwei emmausjünger wie schön es ist wenn wir mit dem herrn zusammen das mahl feiern können wenn wir ihn erkennen beim Brotbrechen und ihn noch mehr erkennen, wenn wir ihn selber empfangen. Behüte Sie alle, Gott. Jetzt erstmal Pause mit dem Impuls, Osterpause, Urlaub. Bis auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Bleiben Sie behütet.